Mein Beitrag ist ja gewissermaßen nicht nur der letzte in dieser Reihenfolge, sondern auch eine Brücke zur nachfolgenden Diskussion. Es geht also um die Frage, wenn wir so viele Fakten kennengelernt haben, Gesetzmäßigkeiten angeboten wurden, was machen wir damit, wie setzen wir das in Bildungsarbeit um, und da stellt sich natürlich die Frage, auf welches Bewusstsein stoßen wir eigentlich? Wie sieht eigentlich das Alltagsbewusstsein aus? Wie hat auch die neoliberale Modernisierung das Alltagsbewusstsein strukturiert? Wenn man sich Gedanken über die Wirkung der Krise auf das Alltagsbewusstsein macht, dann wird man natürlich auf eine ungeheure Menge an Umfragen stoßen. Noch nie ist ja auch das Bewusstsein der Menschen scheinbar so intensiv ausgefragt und ausgeforscht worden wie in unserer Zeit. Nur möchte ich davor warnen, das als Realität anzunehmen, weil Meinungsumfragen messen in der Regel nicht, was die Menschen denken, sondern wie sich die öffentliche Meinungsmache in den Köpfen widerspiegelt. Das ist das eine Problem. Wir wissen deshalb auch relativ wenig darüber, was die Menschen eigentlich in der Krise denken, wie sie die Krise wahrnehmen, wie sie Gesellschaftsbilder in dieser Krise unter Umständen verändern. Trotzdem tauchen in den diversen Umfragen, die es so gibt, allwöchentlich interessante Widersprüche auf und Tendenzen, auf die ich einmal zu sprechen kommen möchte. Da gibt es zum Beispiel einen deutlichen Widerspruch zwischen der Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage durch die Betroffenen auf der einen Seite und der Einschätzung der persönlichen Lage auf der anderen Seite. Die wirtschaftliche Situation, aber auch die Zukunftserwartung werden von den Menschen durchweg wesentlich düsterer gesehen als die eigene persönliche Lage. So meinen im Oktober dieses Jahres 35% der Befragten, die wirtschaftliche Lage sei schlecht, aber nur 9% stufen ihre eigene Lage als schlecht ein. Oder nehmen wir das Verhältnis der Menschen zu den Banken, die ja alle sehr ins Gerede gekommen sind. 54% der Menschen geben an, dass ihr Vertrauen in die Banken geschwunden ist. Werden sie aber gefragt, ob das Vertrauen in ihre eigene Bank geschrumpft ist, dann meinen das nur 8%. Vermutlich gibt es also hinsichtlich der Krisenwahrnehmung eine erhebliche Differenz zwischen persönlicher Wahrnehmung und öffentlicher Debatte. Es scheinen auch die eher handfesten Daten zu belegen, also beispielsweise die Verbrauchsstatistik, denn im Gegensatz zur abgestürzten Produktions- und Investitionslandschaft scheint das Konsumbarometer stabil zu bleiben. Außerordentlich stabil. Deshalb orakeln ja auch die Medien schon seit relativ langer Zeit, dass die Krise im Alltagsbewusstsein noch gar nicht angekommen ist. Als das so richtig runterging im Januar dieses Jahres, haben sich alle von der FAZ über die Financial Times bis zur Welt darüber gefreut, dass wir Krise haben, aber die Linke profitiert davon zum Beispiel. Auf die Frage werde ich dann noch zu sprechen kommen, ob man solch einen Zusammenhang denn überhaupt annehmen kann. Aber wie gesagt, es gibt dafür auch für diese Entwicklung des Alltagsbewusstseins auch objektive Gründe. Im letzten Jahr sind erstmals seit vielen Jahren die realen Einkommen wieder gestiegen. Und zwar durch einerseits Tariferhöhungen, andererseits geringe Preissteigerungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Rezession dazu geführt hat, dass eine ganze Reihe von Preisen, die für die Menschen wichtig sind, gesunken sind. Beispielsweise Energiekosten, Sprit und dergleichen mehr. Das heißt, die Haushalte haben real auch zumindest im ersten Halbjahr dieses Jahres nicht weniger, sondern eigentlich teilweise mehr Kaufkraft gehabt. Nicht zu vergessen, dass die Krise auch auf dem Arbeitsmarkt noch nicht angekommen ist. Also wir haben momentan 1,4 Millionen Menschen, die kurz arbeiten, und nach einigermaßen plausiblen Untersuchungen
sind bisher dadurch 400.000 Arbeitsplätze gesichert worden. Und das, die Krise wirkt sich in Baden-Württemberg auch anders aus als in Berlin oder auch in Sachsen. Überall da, wo wir starke Industriestandorte haben, merken die Menschen die Krise wesentlich stärker als da, wo sie überwiegend Sozialeinkommen haben oder vom Dienstleistungsbereich. Also das sind alles objektive Daten, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss, wenn man fragt, wie ist die Krise bisher angekommen. Nun könnte man ja meinen, aha, die Krise ist noch nicht im Alltag angekommen, das Alltagsbewusstsein reagiert noch nicht darauf, aber wenn es jetzt noch schlechter wird, dann wird sich auf jeden Fall das Bewusstsein verändern, dann wird die Masse systemkritischer werden, sie werden anders auf die Krise reagieren als bisher. Man darf nicht vergessen, auf den Höhepunkt der Krise haben sie ausgerechnet Parteien gewählt, die diese Krise verursacht haben. Ich bin aus drei Gründen gegenüber dieser Hoffnung relativ skeptisch und will dabei auch drei Dinge ansprechen, die wichtig für unsere Bildungsarbeit sind. Der erste Grund meiner Skepsis betrifft den grundsätzlichen Widerspruch, der in der bürgerlichen Gesellschaft gewissermaßen, andere kennen wir ja nicht, in der bürgerlichen Gesellschaft gewissermaßen strukturbildend ist, nämlich, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem persönlichen Sinn, den die Menschen mit ihrer Arbeit und ihrer Tätigkeit verbinden, und der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Tätigkeit. Man gewöhnt sich gewissermaßen daran, dass es zweierlei Realitäten gibt. Die eine Realität ist das, was ich persönlich mache und erlebe, und die andere Realität, das ist der Himmel der Werte und Zielsetzung und so weiter und der allgemeinen guten Absichten. Dieser Widerspruch führt dazu, dass die Menschen ein Gesellschaftsbild entwickeln, das im Wesentlichen durch den öffentlichen Diskurs, durch die Wertediskussion und so weiter geprägt ist. Und dieses Gesellschaftsbild wird natürlich teilweise gebrochen durch persönliche Erfahrung. Es kommt dann auch zu einem Widerspruch zwischen persönlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Bedeutung. Aber die Menschen gewöhnen sich an diesen Widerspruch. Sie können damit leben, weil sie damit immer gelebt haben. Ich habe dafür immer ein schönes Beispiel, wie dieser Widerspruch gelernt wird. Ich bin ja nun Kriegskind und zu der Zeit, als alles sehr knapp war, wurde bei uns in der Schule gefragt, wer hat von euch nur ein Paar Schuhe? Ich habe mich nicht gemeldet, ich hatte ja zwei Paar. Da hat meine Mutter zu Hause gesagt, als sie das sagte, sag mal, bist du denn verrückt? So was sagt man doch nicht, jetzt sagt man so, ein Paar nur, dann hättest du noch eins bekommen. Ich sage, wieso denn eigentlich? Ich denke, man darf nicht lügen. Ja? So gewöhnen wir uns daran, dass es wirklich einen Widerspruch zwischen individueller Sinngebung und gesellschaftlicher Bedeutung gibt. Man darf also auch nicht vergessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die ideologischen Instanzen, wie man das so schön nennt, Fernsehen, Massenmedien, entsprechende andere Kommunikationsprodukte, dass die eine sehr viel stärkere Wirkung auf das Alltagsbewusstsein haben als früher irgendwelche ideologischen Instanzen. Wie viel Zeit verbringen die Menschen vor dem Fernseher und was kommt da eigentlich an Bedeutung, gesellschaftlicher Erklärung, Sinngebung vor? Ungeheuer viel. Und wie ist das beispielsweise anders gewesen in früheren Zeiten, wo es um die stärkere Arbeiterbewegung zum Beispiel gab? Da gab es Gegenöffentlichkeiten. Da gab es Diskursgemeinschaften innerhalb des Betriebes, am Arbeitsplatz, im Verein, weiß ich wo, wo auch andere Deutungen rüberkamen. Da gab es auch ein persönliches Weitergeben historischer Erfahrung innerhalb der Familie, wo wird heute noch über Erfahrung geredet. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der also auch eine entsprechende Herausforderung an die Bildungsarbeit stellen wird. Das merkt man übrigens auch, diesen Widerspruch, an einem ganz anderen interessanten Paradox in den Umfragen. Vor einem Jahr glaubten noch 60% der Befragten, dass es mit der Wirtschaft bergab geht. Jetzt im Oktober glauben es nur noch 25%. Aber die Angst vor Arbeitslosigkeit
ist im gleichen Zeitraum gestiegen. Ich finde, wir werden ja nachher darüber in der Podiumsdiskussion zu reden haben, auch in den Arbeitsgruppen, aber eine ganz entscheidende Geschichte ist eben, wie gehen wir mit solchen Widersprüchen in der Bildungsarbeit um. So, der zweite Grund meiner Skepsis ist der, dass das menschliche Bewusstsein ein ziemlich komplizierter Apparat ist, um das mal zu sagen, der das individuelle Erleben und die Ängste des Alltags nicht einfach widerspiegelt oder im aktuellen Sprachgebrauch zu bleiben abspeichert, sondern dieses individuelle Erleben und die Alltagserfahrung werden durch ein Verarbeitungsprogramm interpretiert. Die Masse der Informationen, die unsere Sinnesorgane empfinden, kommt gar nicht in unserer Wahrnehmung an. Und vieles von dem, was wir wahrnehmen, also was wir sehen oder was wir lesen, wird ebenfalls einfach wegrationalisiert durch unser Denken, weil wir es aktuell nicht gebrauchen können, weil es uns stört, weil es im Widerspruch zu unserem Weltbild steht. Und so kommt am Ende ein Gesellschaftsbild heraus, das mehrfach gefiltert ist. Die vereinfachte Darstellung dieses Prozesses hängt vor allen Dingen damit zusammen, also nicht, dass ich jetzt vereinfacht habe, aber diese Darstellung hängt damit zusammen, dass wir in der persönlichen Sozialisation, aber auch in Bildungsprozessen solch ein Decoder- oder Verarbeitungsprogramm im Kopf entwickeln. Und beide Gründe, nämlich einerseits der Widerspruch zwischen Alltagsbewusstsein und öffentlicher Deutung und auch der normal empfundene Widerspruch zwischen persönlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Deutung, sind eine ganz entscheidende Geschichte, die wir in der Bildungsarbeit berücksichtigen müssen. Wir müssen uns also immer darüber im Klaren sein, dass das Alltagsbewusstsein, die Erfahrung, die die Menschen haben, nicht die Wirklichkeit in ihrer reinen Form widerspiegelt, sondern das ist ein Endprodukt eines langen, komplizierten Denkvorgangs. Und das Schwierigste, was es in Lernprozessen gibt, ist Umlernen. Umlernen ist immer schwieriger als Neues zu lernen. Wer sich seiner bestimmter Welterklärung bedient, mit seinem Gedankenapparat tagtäglich Informationen verarbeitet, dem kann man diesen Apparat nicht einfach wegnehmen und kann sagen, jetzt geben wir eine neue Interpretationsmöglichkeit der Wirklichkeit, sondern muss umlernen. Man muss gewissermaßen sorgsam zurückgehen und die Widersprüche im Denken aufarbeiten. Aber dafür muss man sich kennen. Der dritte Grund meiner Skepsis, weshalb also eine Verschärfung der Krisen nicht unmittelbar zu systemkritischem Denken führt, hängt mit dem berühmten Satz von Marx zusammen, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Haben wir alle irgendwie gelernt. Und auf dieses Zitat stützen sich auch viele, die glauben, dass eine Verschärfung, eine Verschlimmerung der Verhältnisse zu einem systemkritischeren Bewusstsein führt. Doch Marx hat den Begriff Sein, gesellschaftliches Sein, nicht als objektive Wirklichkeit an sich betrachtet, sondern für Marx ist das Sein die subjektive, persönliche Praxis der Menschen, ihre Tätigkeit. Das Bewusstsein wird also nicht vom Sein an sich geprägt, sondern davon, was ich tue, durch meine individuelle Praxis. Das ist der entscheidende Gegensatz, den Marx zum Beispiel in den Feuerbach-Thesen kenntlich macht, wo er sich vom alten Materialismus unterscheidet. Dieses mechanische Denken, dass die objektive Wirklichkeit ein ganz bestimmtes Bewusstsein hervorruft, müssen wir wirklich uns abschminken, obwohl es bei den Linken noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir müssen also, wenn wir fragen, was das Alltagsbewusstsein heute von der Krise mitbekommt oder nicht mitbekommt, vielleicht nicht mitbekommen kann, müssen wir uns fragen, welche Tätigkeiten üben die Menschen eigentlich in ihrer Alltagswirklichkeit aus.
Wir müssen gewissermaßen eine Tätigkeitsstrukturanalyse machen und dann uns vorstellen, was könnte dann in den Köpfen eigentlich passieren. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass selbst das Denken der am meisten unterdrückten, ausgebeuteten und ihrer Würde beraubten Menschen nicht in erster Linie nur von dem Leid geprägt wird, das sie erfahren, sondern durch ihren Willen zum Überleben. Man steht nicht jeden Morgen auf, geht ins Badezimmer, schaut sich im Spiegel an und sagt, oh, ist diese Welt schrecklich. Sondern man versucht, diesen Alltag, so erdrückend er sein mag, zu bewältigen. Und dabei eignen sich die Menschen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten an, die es ihnen ermöglichen, auch unter neoliberalen Bedingungen, auch mit einem 1-Euro-Job und mit Hartz IV, zu überleben. Sie eignen sich dabei auch Denkformen an, die es ihnen erschweren, ihre eigene Lage zu begreifen. Weil man kann nicht damit leben, dass man täglich seine eigene Lage begreift. Das ist alles nicht neu. Das ist also im Begriff von Marx, den Begriff der Entfremdung, schon alles irgendwo mal beschrieben. Bloß man darf sich nicht darüber hinwegsetzen, dass man also Marx nicht mit Zitaten benutzen darf. Sondern man muss sich darum klar sein, wir müssen die Wirklichkeit immer wieder neu untersuchen. Man kann nicht mit Zitaten, auch nicht mit verschiedenen Begriffen arbeiten. Also müssen wir zum Beispiel heute an die gegenwärtige Wirklichkeit der Menschen im Betrieb, im Alltag herangehen, müssen uns die Tätigkeit anschauen und dann haben wir einigermaßen eine Vorstellung, was aus diesem Sein so gefasst für Bewusstsein ist. Und das sind abschließend einige Punkte zu dem, was die neoliberale Modernisierung eigentlich erreicht hat, was sie in den Köpfen angerichtet hat. Sie hat ja nicht nur die Arbeitssituation verschlechtert, also man kann die Arbeitsbelastung oder die Bezahlung und dergleichen mehr. Sie hat ja auch das Verhältnis der Menschen im Betrieb untereinander radikal verändert. Sie hat ja die Konkurrenz zwischen die Beschäftigten getragen. Das Co-Management hat die Beschäftigten zu Handlangern ihrer eigenen Überflüssigmachung gebracht. Betriebsräte sind doch damit beschäftigt, Standorte zu verteidigen, und zwar gegen andere Standorte. Der Begriff der Solidarität wird dann natürlich schal mit der Zeit, wenn man permanent eben mit solchen Dingen beschäftigt ist. Oder andere Dinge. Wenn jetzt hier heute jemand in die Schule geht, dann lernt er bereits in der Schule den Konkurrenzkampf kennen. Er lernt bereits, wie er sich gegenüber anderen profilieren kann. Er weiß ganz genau, wie er sich inszenieren muss auch. Ja, was man ja auch ohnehin heute tut. Um beispielsweise gute Noten zu bekommen. Er weiß ganz genau, dass er nur das alleine machen kann und ihm niemand hilft. Und er weiß ganz genau, dass er seine Eltern braucht und sie ihm Nachhilfe bezahlen, damit er ein vernünftiges Abitur macht. Und er weiß ganz genau, wenn er in die Hochschule kommt, dass wenn er einen vernünftigen Abschluss und einen vernünftigen Job haben will, ebenfalls es nur auf sich gestellt machen muss. Das heißt, die Menschen haben heute auch viel mehr eine Individualität entwickelt, die ihre individuelle Handlungs- und Konkurrenzfähigkeit auf die ausgerichtet ist. Und dann nimmt man natürlich auch beispielsweise solche Krisenprozesse anders wahr. Dann ist das nämlich im Wesentlichen individuelles Versagen. Es ist nicht eine gesellschaftliche Struktur, wo verschiedene Teile der Gesellschaft gegeneinander stehen, die diese Krise hervorgerufen hatten, sondern es ist das Versagen der Banker. Das ist das Versagen der Leute, die an den Börsen spekuliert haben. Und die werden dann entsprechend auch geschlachtet öffentlich in den Medien. Aber über die Struktur wird relativ wenig gesprochen. Wir haben viele solche Begriffe, die scheinbar völlig über der Wirklichkeit hängen, aber doch einiges von der Wirklichkeit erklären. Zum Beispiel den Begriff des Arbeitskraftunternehmers. Es sagt jeder von uns, unter allen nicht mehr, das ist eine ideologische Floskel, gibt es gar nicht, das ist kein Unternehmer.
Aber wie ist es denn bei demjenigen, der jetzt ein Franchising-Unternehmen hat, der jetzt mal, weiß ich was, also für, bei irgendeiner Kette und so weiter, sich das Lager voll machen lässt, einen Laden anbietet in irgendeinem Einkaufszentrum, die keine andere Arbeit machen als eine schlecht bezahlte Verkäufer und meistens sogar noch weniger verdienen. Der ist Arbeitskraftunternehmer. Er macht die Arbeit, die früher abhängig Beschäftigte gemacht. Und so ist es mit vielen anderen Dingen. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, wo so viele Umbrüche stattgefunden haben, dass es ganz schwer ist, mit dem klassischen Begriffsapparat über die Krise zu kommen. Und eine wichtige Frage für uns wird eben sein, in der Podiumsdiskussion und dann auch in den Arbeitsgruppen, wie kann man Bildungsarbeit heute ansetzen, um bei diesen vorhandenen anzunehmenden Bewusstseinsstrukturen Einsichten in das Wesen der Krise, in das Wesen des Kapitalismus zu entwickeln und auch Handlungsperspektiven auszuweiten. Das wird die entscheidende Frage sein. Wir werden es heute nicht endgültig beantworten, aber ich denke, nach den beiden Beiträgen habe ich auch eine gute Vorlage dazu für die Podiumsdiskussion und dann für die Arbeitsgruppe. Dankeschön.